Huhu, Freunde von Final Fantasy 8 und von Frelle Games. Willkommen zur nächsten Folge. Ja, wieder eine kleine urlaubsbedingte Pause jetzt gewesen. Hatte viel unternommen. Benny war auch bei mir, haben auch viel gemacht. Deswegen kam ich zeitlich diesmal wieder mal nicht zum Aufnehmen. So, aber jetzt geht's weiter. Und letztes Mal haben wir Renoir aus dem Mausoleum gerettet, dass sie nicht versiegelt wird. Jetzt haben wir sie wieder an Bord und wir fliegen jetzt einfach mal links runter in die Ecke der Karte. Über das große, weite Meer. Ja, ich habe jetzt keine Items gesammelt, um die eine GF zu kriegen, die wir aus dem Okkult-Fan kennen. Was ist denn hier? Ganz am Ende der Karte, ganz Final Fantasy typisch. Immer in den Ecken der Karten gibt es irgendwelche geheimen Inseln. Und ja, also ich bin zu der Überzeugung gekommen, das bringt nichts, das ist viel zu aufwendig, wenn ich diese Items sammle, solange ich keine Erfahrungspunkte kriegen darf. Deswegen machen wir erst diese Insel, denn danach habe ich alles zusammen, um zu leveln, um Erfahrungspunkte kriegen zu können. Und dann ist es viel leichter, vor allem die Morbul-Fühler zu kriegen, wenn ich die Monster einfach schnell killen kann. So, also dann schauen wir doch mal nach, was das hier irgendwie ist. Landen oder so. Ja, da gibt es glücklicherweise einen Landplatz, wo genau unser Luftschiff drauf passt. Was ist das denn hier? Schrottinsel? Irgendwie verlassen aus wie nach einer Zombie-Apokalypse. Was ist das für eine sinnlose Insel? Ja, warum sage ich Zombie-Apokalypse? Wieso erinnert mich das dran? Weil ich gerade Last of Us gespielt habe. Ja, das habe ich jetzt in meinem Urlaub durchgespielt, komplett. Sehr cooles Spiel. Also remastered für die PS4 habe ich das mir geholt. Kann ich nur jedem empfehlen. Hey, hört mal! So, und es ist ein großer Unterschied, ob ihr Xel mit auf die Insel nehmt oder nicht. Wir können demnächst dann nochmal zurück zum Schiff und nochmal wechseln. Aber ich werde es mal mit Xel machen und dann bekommt ihr hier auch andere Dialogoptionen. Mein inneres Lexikon meldet sich, Squall. Ja, und wir haben ja schon mal ab und zu ein bisschen mitbekommen, dass sich Xel ziemlich gut mit Technik auskennt. Und ich bin ganz so. Natürlich wollen wir hören, was sie zu sagen hat. Oh, okay, dann hört mir gut zu. Diese Insel ist ein mobiles Forschungslabor. Hm? Ich habe aber keine Forscher gesehen. Wahrscheinlich stillgelegt, oder? Man nennt sie die Schlachtschiffinsel. Wo kennst du die bitte schön? Und, wieso treiben die so einen riesen Aufwand? Es ist eine Art Tor-System. Sie reisen um die Welt und saugen verwertbare Energie und andere Forschungsobjekte auf. Ein großer Drawpunkt also. Da muss es ja hier viel Magiequellen geben, oder? Dass sie bis hier gekommen sind. Sie haben recht intensiv geforscht. Das heißt, sie hätten mit GF experimentiert. Die ganze Welt hat Jagd auf diese Schatzinsel gemacht. Ach, wirklich? Du glaubst mir wohl nicht. Ganz recht. Du ziehst immer so durch, solche Humbug. Doch schon. Vielleicht war es ja doch ziemlich viel. Das ist nicht so ein Muskelprotz mit leerem Gehirn, wie immer alle denken. Na gut, dann gehen wir auch mal rein. Schauen mal, was uns erwartet. Okay, große Lampe. Die Zeit hat hier wohl genagt. Aber was ist dieses große Ding da? Hey, das Ding bewegt sich! Was haben die hier bloß geforscht? Und wenn wir näher rangehen, wissen wir wohl mehr. Das blasse Licht führt in den Tod. Keinen Schritt weiter. So, okay, ja, das ist kein normaler Raum hier, Leute, denn diese komische Lampe da, die sorgt dafür, dass wir Zufallsbegegnungen kriegen und keinen Schritt vorankommen, wenn immer sie so komisch aufleuchtet, so wie jetzt, diese Vierecke da rumschwirren. So, ich check erstmal kurz meine Kopplungen und dann sehen wir uns gleich wieder und untersuchen das Ding mal näher. Bis gleich. So, okay,
Kopplungen haben soweit noch gestimmt. Wir haben noch Kaktor ausgerüstet, die haben wir auch letztes Mal geholt. So, und dann laufen wir mal los. Und immer sofort wieder stehen bleiben, wenn die Lampe wieder so komisch anfängt zu leuchten. Das Problem ist, die trollt einen auch ziemlich. Dann tut sie so, als ob es ausgeht, und dann geht sie schnell nochmal nachher an. Also immer nochmal lieber ein Sekündchen länger warten, lieber nochmal. Lieber nochmal ein paar Schritte weniger machen und ein bisschen länger brauchen hier, als dann wieder zurückgeworfen zu werden. So. Ihr habt die Resonanz erfasst. Okay. Jetzt ging es ziemlich schnell wieder an. So, irgendwann fängt das Getrolle an. So, wir müssen dann ungefähr da, wo unten dieses leuchtende Viereck da ist. Also, seht ihr? Jetzt hat das gleich nochmal angemacht. So 3-4 Schritte, glaube ich, noch. Jetzt bloß nichts falsch machen. Okay, jetzt müssen wir bloß noch ein paar Schritte ran machen, glaube ich. Dann sollten wir es haben. Ach, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, gerade noch rechtzeitig. So. Und jetzt haben wir verschiedene Optionen. Und die müsst ihr alle richtig auswählen. So, hier gibt es nur eine Option. Ihr wollt mich also herausfordern. Es ist nicht mein Wille. Oh nein, haben wir was falsch gemacht? Doch eine Zufallsbegegnung. Nein, das ist alles richtig. Jetzt müssen wir nämlich gegen einen Ruprum-Drachen kämpfen. Den kennen wir ja schon von Lagunas Traum. Ich muss den wieder in eine Karte verwandeln, deswegen werde ich den Kampf rausschneiden. Weil das dauert mal ewig, wenn ich das so machen muss. Und den Drachen selbst kennen wir ja schon. Also, bis gleich. So, und wir haben den Kampf gewonnen. Und haben wieder einen Feuerzahn von ihm geklaut, den können wir zum Waffenbauen benutzen. Und außerdem lernt Kistis eine neue Ability damit. So, und die GFs haben was Neues gelernt, jetzt kann ich das aber leider nicht mehr umstellen, was ein bisschen doof ist. Du bettelst um Gnade? Natürlich sind wir stolze Krieger und sagen, nein, auf keinen Fall! Und wenn ihr das richtig ausgewählt habt, dann kommt der nächste Kampf gegen einen weiteren Ruprum-Drachen. Ja, ich klappe immer nur auf den drauf und mache dann Karte. Der hat ungefähr 10.000 HP, deswegen dauert es eine Weile. Und ja, ich könnte auch Level Minus auf ihm machen, aber sehe ich jetzt keinen Grund dazu. Jetzt sind seine Angriffe noch ziemlich schwach, weil wir natürlich auch ein geringes Level haben. Wenn ihr hier ein hohes Level habt, dann hat er die Attacke Hauch und die setzt euch ordentlich zu. Also da braucht ihr einen richtig guten Körperwert, glaube ich, dafür. Damit ihr den besiegen könnt oder damit ihr diese Attacke aushaltet. Ja, und ihr seht, ich hau jetzt einfach immer bloß drauf, da haben wir wieder einen Feuerzahn. Das mache ich jetzt wieder noch ein paar Runden und dann sehen wir uns nach dem Kampf wieder. Bis gleich. So, und der nächste Ruprum-Drache ist Geschichte. Wir haben wieder eine Karte von ihm bekommen. Eigentlich will ich die gar nicht haben, weil ich die nicht umwandeln kann. Da brauche ich 10 Stück davon. Ja, das schießt mir dann wieder ins Knie bei der Random-Hand-Regel. Aber okay, muss ich mit klarkommen. So schlecht ist jetzt die Ruprum-Karte auch nicht zum Spielen. Ups, da rutscht mein Mikro runter. Moment. Okay, Mikro hält wieder. So, okay, was wollte ich noch sagen? Ja, später ist der Ruprum-Drache einer der stärksten, also ich würde meiner Meinung nach auf Platz 2 der stärksten zwischen, also normalen Zufallsgegner nach dem Morbol, halt wegen dieser krassen Hauchattacke, die er zum Glück noch nicht hat. So. Und wieder diese seltsame Stimme aus dem Off. Warum wollt ihr in den Kampf? Um jemanden zu beschützen? Lass mich in Ruhe. So Leute, jetzt wird's tricky. Da gibt es noch eine unsichtbare Option. Beziehungsweise steht ein Punkt da. Und ihr müsst den Punkt auswählen, warum auch immer. Weil ich selbst die Antwort suche. Was tun wir eigentlich hier?
Und zum Kampf, weil du uns zum Kampf herausforderst. Eine interessante Antwort. Und Bossfight. Und da ist der König der Drachen, der König der Geths, Bahamut. Sehr geil. Man nennt mich Bahamut. Der König der Geths, Bahamut. Ihr nennt uns Geth? So nutzt ihr also unsere Macht. Na, als Schutzmacht halt. So, wir klauen gleich mal von ihm. Und machen Analyse. Und was hat er zum Drawn? Boah, schaut euch das an. Also hier werde ich mich ordentlich vollsaugen erstmal. Leider hat Xell jetzt kein Draw ausgerüstet. Bahamut, dieser Drache wird als König der Geth bezeichnet. Hilft denen, die ihre kämpferische und seelische Stärke beweisen können. Okay, er ist stark gegen Gift. Blitz und Wind bringen nix. Und 15.000 HP hat er. Und ein Flugmonster und schwach gegen Eis, oder? Nee, okay. So, ja, also auf höheren Levels sind die Rubrum-Taran tatsächlich stärker als er. Weil er hat nicht so eine starken Attacken. Außer eine, glaube ich. Hyperreif geklaut, sehr schön. So, du ziehst weiter Erzengel, du auch. Die kramen wir voll. Flair könnten wir auch gut gebrauchen. Okay, ich glaube, ich heile mich jetzt mal. Vitra. Ansonsten lassen wir jetzt einfach mal ganz billomäßig Xell angreifen. Und die anderen beiden ziehen mal ein bisschen Erzengel, weil es eine ziemlich günstige Gelegenheit, um hier ranzukommen. Von Flair genauso. So. Und dann kann ich ihn vielleicht mit einem Duell von Xell finishen. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Hyperreif kann. Ich glaube, da lernt eine GF irgendwas. Ability plus 60 oder irgendwas. Also irgendein Wert plus 60% oder irgendwie so. Und ich glaube, den können wir auch zum Waffenumbauen verwenden. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. So, mein guter Bahamut. Na schön, wenn du auch mal angreifst, damit ich mal ins kritische Level komme. Damit ich ja auch mal irgendwas zeigen kann. Jetzt habe ich leider keine GF-Befehl ausgerüstet. Sonst könnt ihr euch mal Kaktor zeigen, aber da haben wir auch noch die Gelegenheit später dazu. Okay, wir hatten ihn bloß dreimal gezogen. Squall, du? Wie schlecht. So, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung, weil der Emulator abgestürzt ist. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen hinspielen müssen. Und ein bisschen was umgestellt. Jetzt muss ich nochmal kurz den Emulator etwas leiser stellen. So. So, ich habe auch schon ein bisschen hier Erzengel gezogen und so weiter. Ja, die krasseste Attacke von ihm ist Mega Flare. Und dazu ist es ganz wichtig, dass Squall möglichst volle HP hat, weil er der einzige ist, der diese Mega Flamme-Attacke überleben kann. Und Kiss ist gerade gestoppt, was auch ziemlich blöd ist. Kann ich mich auch gerade nicht schützen dagegen oder irgendwas dagegen machen. Was er vielleicht hasst, ziehen oder sowas. So, und Flair hat er auch. So, dann zeige ich euch erstmal Kaktor. Den habe ich jetzt auch ausgerüstet beim nochmal spielen. Und außerdem habe ich Karte, also nee, was war's? Level Minus weggemacht. So, Kiss ist auch wieder dran. Kann schon vollgezogen. Zieh mir noch ein bisschen Flair und Xell kann mal angreifen. Zigtausend Stacheln! Das kackt doch. Das ist so lustig. So, rund 2000 HP Schaden, weil er Level 20 hat. 20 mal 100.
macht den Schaden, den er austeilt. Wenn er Level 100 ist, macht er 10.000 Schaden. So, den Hyperreif habe ich auch wieder geklaut. Jetzt versuche ich aber mal, ob ich irgendwie jemanden in den kritischen Bereich bringe. Sonst dauert das hier nämlich ziemlich lang. Dann ziehen wir weiter Erzengel noch ein bisschen. Normalerweise teilt Bahamut genug aus, als dass ich jetzt hier selbst jemanden in den Bereich bringen müsste. Oder machen wir mal. Ach, Shiva haben wir lange nicht gesehen. So, er ist gestoppt. Das ist schlecht. Und da kommt Mega Flare. Okay, jetzt muss ich kurz. Ah, Shiva müsste aber überleben. Aber Kiss wird wahrscheinlich sterben. So, Diamantenstaub und danach muss ich erstmal sehen, dass ich meine Leute wiederbelebt kriege. Manchmal ist er ein riesen Arschloch und macht zweimal hintereinander Mega Flamme. Das ist natürlich dann richtig mies, da kann ich nichts gegen machen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es diesmal nicht so weit kommt. Und bam! Ist leider nicht anfällig gegen Eis, wie ich gehofft habe, aber es haut trotzdem auch nicht rein. So. Schon die Hälfte seiner, oder ein Drittel seiner HP weg. So, jetzt schnell Draw, Erzengel. Erstmal auf Xill, genau. Da ist jetzt netterweise wieder das Stopp weg von ihm. So, wer ist jetzt zuerst? Oh, Tornado, jetzt liegt da wahrscheinlich gleich wieder Xill. Vielleicht überlebt er ganz knapp, mal schauen. Er hat den geringsten Geistwert dummerweise. Okay, überlebt. So, wie kauf dich selbst und Erzengel auf Kisses. So muss das aussehen. So, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt versuchen soll, Aura zu zaubern, oder wir machen einfach mal mit Kisses ein Limit, würde ich sagen. Kannst du nochmal angreifen und hier machen wir blauer Zauber und zwar, was machen wir? Ach, hier kommen Schockpulsor. Und danach peppeln wir sie mal wieder hoch. Schockpulsor haben wir, glaube ich, von der Antimaterie gekriegt. Und macht hoffentlich ein bisschen Schaden bei ihm. Sieht auf jeden Fall cool aus, die Attacke. Erstmal eine andere Dimension heben und dann ein schwarzes Loch generieren. Passt ja zur Antimaterie. Bye bye, Mahmut. Habt ihr die Antwort gefunden? Ja, und der Schockpulsor kann auch die 9999 HP Schadensgrenze durchbrechen, wie wir gerade gesehen haben. Kiste ist OP. So, und die Mahmut-Karte. Yeah. So, die Elfs haben irgendwelche sinnlosen Sachen gelernt, aber okay. Und Bahamut bestätigen wir. So, die ganze Sache hat mich jetzt etliche Nerven gekostet. Und wieder habt ihr euch den Weg erkämpft. Höchst interessant. Okay. Dann beende ich die Folge mal an der Stelle. Hier kommen wir im Moment nicht weiter. Wir müssen das nächste Mal zurückgehen. Oder das können wir vielleicht noch machen. Zurückgehen auf die Ragnarok. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und werden hier noch viel, viel tiefer einsteigen in die Forschungsinsel. Das war es nämlich noch lange nicht. Ja, Bahamut gibt es noch zu sagen, hat ein neutrales Angriffselement und durchbricht, glaube ich, die Abwehr vom Gegner. Also ignoriert den Körperwert, wenn ich richtig informiert bin. Aber kann auch nur maximal 9999 HP Schaden anrichten. Aber die Karte ist auch ziemlich cool von ihm. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.